Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video werde ich respektlose Fragen beantworten. Deswegen, ich weiß nicht, ob der Satz, ich freue mich sehr auf dieses Video, jetzt angebracht wäre, denn es sind wirklich sehr respektlose Fragen, denen wir uns in diesem Video widmen werden. Ich habe mir gedacht, da ich ja sowieso schon gefühlt mein ganzes Leben in meinen Instagram-Stories teile, kann ich auch mal so ein Video machen. Es gibt einfach Fragen, die man definitiv nicht stellen sollte und ich möchte in diesem Video einfach mal so offen und ehrlich sein und diese dennoch beantworten. Ganz wichtiger Disclaimer, das soll allerdings kein Aufruf sein, diese Fragen anderen Leuten zu stellen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass diese Fragen respektlos sind und ich stelle mich dem Ganzen jetzt einfach mal, weil ich euch einfach noch ein Stück transparenter in mein Leben lassen möchte und ich, wie gesagt, eben auch schon die Person bin, die einfach wahnsinnig viel teilt. Aber ihr sollt dennoch wissen, dass ihr natürlich nicht zu anderen Personen hingehen solltet, um die zu fragen, bist du gerade schwanger, hast du zugenommen, bla bla bla. Es wird noch so viel schlimmer von den Fragen her. Also es ist wirklich wild. Kannst du dir eine offene Beziehung vorstellen? Grundsätzlich bin ich ein wahnsinnig offener Mensch. Also ich verurteile gar nichts. Jeder kann machen, was er möchte, wenn es eben einvernehmlich ist und wenn es auch vom Alter her passt. Solange das Ganze legal ist, soll jeder bitte machen, was er möchte. In den letzten Jahren stand ich einer offenen Beziehung grundsätzlich auch offen gegenüber. Jetzt nicht auf mein Leben bezogen, aber wenn das irgendwie in meinem Umfeld passiert ist, in meinem Privatleben, dass ich irgendwie Leute kennengelernt habe, die eine offene Beziehung hatten und einfach darüber gesprochen haben. Und das ist jetzt nichts, wozu ich irgendwie noch nie in meinem Leben Kontakt hatte. Auch wenn Jonas und ich keine offene Beziehung führen. An dieser Stelle möchte ich es nochmal ganz kurz sagen. Allerdings hatten wir tatsächlich den Fall gehabt, dass eine offene Beziehung so maßlos schiefgegangen ist und wir irgendwie auch die Folgen davon sehr stark mitbekommen haben und auch wie lange es dann dauert, einfach wieder Vertrauen aufzubauen. Und seitdem ich irgendwie sowas so hautnah mitbekommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich an dem Konzept offene Beziehung dann doch sehr viele Zweifel und kann mir sowas nicht so wirklich vorstellen. Also grundsätzlich war es sowieso jetzt nichts, was ich mir in meiner Beziehung vorstellen konnte, aber das war jetzt auch nichts, was ich irgendwie besonders kritisch gesehen habe. Mittlerweile bin ich da aber schon deutlich skeptischer. Ihr könnt mir sehr gerne mal eure Meinung zum Thema offene Beziehung in die Kommentare schreiben. Würde mich schon sehr interessieren. Hast du in einem Monat schon mal sechsstellige Einnahmen generiert? Okay, jetzt erzähle ich euch mal so ein bisschen den Tee über Influencer-Einnahmen. Also grundsätzlich, viele, die selbstständig sind, die kennen das wahrscheinlich. Es gibt Monate, die einfach schlecht laufen und dann verdient man deutlich weniger, als man vielleicht gerne gehabt hätte. Aber dafür, das ist ja das Tolle an der Selbstständigkeit, gibt es vielleicht auch manchmal Monate, die sehr, sehr gut laufen. Und ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass es sehr viele Influencer gibt, die bereits schon mal sechsstellige Einnahmen in einem Monat generiert haben. Und jetzt wird's wirklich interessant. Das heißt allerdings natürlich nicht, dass am Ende des Monats auch eine sechsstellige Summe bei einem hängen bleibt. Einmal das Thema Steuern, aber ich denke, das ist jedem bewusst. Aber ein Thema, das gar nicht wirklich vielen bewusst ist, sind die ganzen Ausgaben. Zum Beispiel kann ich euch erzählen, dass Influencer mit eigenen Brands, die sehr gut laufen, schon öfter in einem Monat sechsstellige Einnahmen dadurch generieren können. Das Ding ist aber auch, dass sie Produktion, Mitarbeiter, Lager etc. bezahlen müssen. Und bei dem, was dann übrig bleibt, ist es leider auch sehr, sehr oft wichtig, dass man das als Rücklage verwendet, um danach die nächste Produktion vorfinanzieren zu können. Also einige haben super hohe Einnahmen, kaum Ausgaben, zahlen dann aber echt eine Menge Steuern. Andere haben super hohe Einnahmen, dann aber auch super hohe Ausgaben. Und ja, ich habe auch schon mal sechsstellige Einnahmen in einem Monat generiert, aber wie ihr seht, ich sitze hier auf dem Boden neben Ikea-Möbeln in meinem Zimmer und nicht auf einer Yacht auf Ibiza. Deswegen, ja, könnt ihr euch, glaube ich, selber so eure Teil darüber denken. Hast du einen Damenbart? Ich habe in meinem Gesicht auch so einen Flausch. Also überall da, wo ich Haut habe, habe ich gefühlt auch so einen leichten Flausch. Der ist aber sehr hell. Deswegen habe ich auch im Gesicht so einen Flausch. Je näher es an die Haare geht, desto dichter wird dieser Flausch. Aber ja, grundsätzlich habe ich auch einen Damenbart. Ich habe jetzt aber nicht so den stärksten Haarwachstum. Also er ist erstens eher hell, zweitens auch relativ dünn und fein. Dementsprechend habe ich jetzt nie Probleme mit einem Damenbart in dem Sinne gehabt, dass ich Make-up da komisch ablagern würde und es deswegen irgendwie unangenehm auffällig für mich wäre oder so. Also keine Ahnung, so Themen jucken mich irgendwie nicht und so wie er in meinem Gesicht gerade ist, finde ich ihn sehr cute und so kann er auch sehr gerne bleiben. Warum so viele Falten? Danke erstmal für dieses liebe Kompliment. Ich glaube, ganz vielen ist gar nicht bewusst, wie alt ich eigentlich wirklich bin. Ich werde in 7 Wochen 27. Also ich mag sehr gerne, wie ich aussehe. Ich sehe nicht aus wie 17 und das ist auch gut so, obwohl ich sehr oft nach meinem Ausweis gefragt werde, wenn ich ungeschminkt bin. Aber ja, dafür, dass ich quasi fast 27 bin, finde ich mich eigentlich meinem Alter sehr entsprechend. Und da ich einfach eine super starke Mimik habe und auch eine sehr trockene Haut, neige ich erstens zu Mimikfalten und zweitens zu Trockenheitsfältchen. Deswegen mega nice Kombi. Sind deine Brüste gemacht? Ich finde es so lustig, dass diese Frage immer, je nachdem, was ich gerade trage, auf Instagram schon häufiger kommt. Denn vor ein paar Jahren habe ich eher die Frage bekommen, möchtest du dir nicht die Brüste machen lassen?
sehr nett. Auch eine respektlose Frage. Und ich glaube, ich weiß auch, warum sich das so geswitcht hat. Zur Frage, die hier sind echt. Ich glaube aber, dass die Fragen in dem Sinne so gestellt wurden, denn vor ein paar Jahren war es ja irgendwie eher in eine recht große Oberweite zu haben. Sehr, 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 sehr viele Influencer haben sich in sehr kurzer Zeit die Oberweite machen lassen und man hat es halt immer wieder gesehen. Deswegen, glaube ich, wurde ich auch gefragt, ob ich das vorhabe. Mittlerweile ist ja der Trend eher wieder in die andere Richtung, zu deutlich mehr Natürlichkeit. Super viele lassen sich auch ihre Implantate entfernen. Da man mittlerweile einfach sehr oft Oberweite sieht, die kleiner ist als meine natürliche, kommt dann vielleicht manchmal auf die Idee, dass meine dann künstlich vergrößert worden wäre? Ich weiß es nicht. Egal, welches Schönheitsideal jetzt gerade im Trend ist, und dem ihr vielleicht gerade hinterher strebt. Ihr sollt einfach nur wissen, in 3 Jahren ist es das Gegenteil. Zum Beispiel sieht man jetzt momentan auch sehr krass den Sharp-Nose-Trend. Also dass markantere Nasen, größere Nasen einfach sehr stark zum Trend werden. Und vor ein paar Jahren wollte jeder diese Cute-Button-Nose haben. Also eher diese sehr kleine, stupsige Nase. Das ist halt auch einfach das komplette Gegenteil. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Nur ein kleiner Reminder an euch. Bitte, wenn ihr irgendetwas an euch verändern möchtet, reflektiert einmal ganz kurz, ob ihr das für euch machen möchtet oder weil das vielleicht seit ein paar Jahren gerade das Schönheitsideal ist. Das ist ein riesiger Unterschied. Manchmal ist einem das gar nicht so bewusst. Zeigst du Jonas nicht, weil er hässlich ist? Diese Frage bekomme ich tatsächlich seit Jahren und es sagt so viel über die Menschen aus, die mir diese Frage stellen. Und die meinen es auch wirklich vollkommen ernst. Also es sind Menschen, die teilweise sogar der Überzeugung sind, dass der Grund, dass ich Jonas nicht zeige, ist, dass er optisch nicht dem Instagram-Weltbild entspricht. Ich finde das so krass, denn es gibt tatsächlich einfach Menschen, die basierend auf aktuellen Schönheitstrends Menschen nach ihrem Äußeren in Schubladen stecken und einfach kategorisieren nach dem Motto, die können ins Internet, die nicht, etc. Also es gibt einfach wirklich Menschen, die so denken. Also das sagt echt viel über unsere Gesellschaft aus. Ich finde es aber gleichzeitig auch sehr traurig, dass diese Menschen mit diesem Mindset mir dann quasi auch indirekt unterstellen, dass ich auch so denken würde und ich mir dann denken würde, hey, mein Ehemann ist nicht Instagrammy genug, deswegen kann ich ihn nicht auf Instagram zeigen, leider. Ich möchte einmal an dieser Stelle für diese Menschen, die so denken, ganz kurz sagen, dass Jonas sehr attraktiv ist. Ich sehr, sehr viele, sehr gute Bilder von ihm habe, die ich eigentlich am liebsten der ganzen Welt präsentieren würde, weil er einfach sehr gut aussieht. Aber ich es nicht mache, denn das wäre ein riesiger Einschnitt in unsere Privatsphäre. Und selbst wenn Jonas der optisch unansprechendste Typ wäre, der zu 0,0% einem Schönheitsideal auf Instagram entspricht, dann wäre der Aspekt trotzdem nicht der Grund, warum ich ihn nicht auf Social Media zeigen würde, sondern am Ende des Tages, Leute, mir folgen 3 Millionen Menschen auf Instagram. Ein Bild mit ihm auf Instagram zu posten, hat einfach Folgen für unser Privatleben und das möchten wir nicht. Warst du schon mal genervt von einem Follower? Ja, war ich tatsächlich schon mal. Und ich glaube, das ist jetzt richtig wild. Und ich glaube, eigentlich sollte man sowas auch nicht sagen. Aber ich bin jetzt einfach mal so offen und ehrlich und erzähle euch das. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren judgen, ob ihr mich verstehen könnt oder ob ihr eher die Perspektive von dem Follower verstehen könnt. In dem Fall eine Followerin. Ich erzähle ganz kurz die Geschichte. Ich hatte ein riesiges Gewinnspiel am Laufen. Ich glaube, es gab 100 Gewinner und sie war eben eine von diesen Gewinnern. Ich hatte sie angeschrieben, nach ihrer Adresse gefragt. Und sie hat sich einfach nicht zurückgemeldet. Die Nachricht stand aber auf gelesen. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht wieder Chat geschlossen. Weiß ich nicht. Kann ja mal passieren. Also da war ich natürlich überhaupt nicht genervt oder so von ihr. Das Ding war, ich habe dann immer und immer und immer wieder geschrieben. Sie hat jede Nachricht von mir gelesen und geöffnet. Jede einzelne. Und ich habe wirklich jeden Tag super lieb geschrieben. Und das fand ich dann schon so ein bisschen weird. Ich habe einfach nicht verstanden, warum sie sich dann nicht bei mir zurückmeldet. Normalerweise sind die Regeln bei Verlosungen folgende. Wenn sich die Gewinnerin in einem bestimmten Zeitraum nicht zurückmeldet, muss neu ausgelost werden. Das heißt, dann wird es einen neuen Gewinner geben. Denn an irgendwen muss ja der gewinnen. Und da ich ja wusste, dass sie die ganze Zeit meine Nachricht liest, ich sie auch darauf hingewiesen habe und sie sich trotzdem nicht zurückgemeldet hat, hatte sie dann in einer Story markiert, dass sie sich bitte mal mir melden soll. Ich dachte irgendwie, vielleicht antwortet sie nicht auf meine Insta-DMs, vielleicht sieht das dann eine Freundin, die sie dann darauf hinweisen kann, etc. Und dann hatte sie sich auch gemeldet und dann hat sie mir ihre Daten geschickt und sie war so unfreundlich und pampig zu mir. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Sie war irgendwie richtig genervt, dass ich jetzt ihre Adresse haben will. Aber wie soll ich halt sonst den Gewinn ihr zuschicken? Die Art und Weise, wie sie mit mir geschrieben hat und über den Gewinn, den sie sich ja gewünscht hatte, weil sie an der Verlosung aktiv teilgenommen hat. Ich war einfach super enttäuscht von ihr. Sie hat sich natürlich auch nie bedankt oder so für den Gewinn. Ich weiß aber, dass er ankam aufgrund der Sendungsverfolgungsnummer. Aber ja, da war ich mal sauer auf eine Zuschauerin. Schreibt mir mal, wie ihr die Situation so empfindet. Sollte man als Gewinner von so einer Aktion Danke sagen oder sich zumindest vernünftig zurückmelden oder ja,
Keine Ahnung. Was sagt ihr dazu? Warum habt ihr kein Kind? Es schockiert mich so sehr, wie ich diese Fragen wirklich täglich bekomme, auch zum Thema Schwangerschaft etc. Ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt nochmal die Zeit nehmen sollte, klarzumachen, warum man diese Fragen nicht stellen sollte. Ich habe das einfach schon so oft auf Instagram gemacht. Ich hoffe, das ist jedem bewusst. Falls ihr nicht wisst, warum man das nicht fragen sollte, dann informiert euch gerne mal darüber. Also dazu gibt es tatsächlich auch einige Artikel, warum es einfach falsch ist, diese Frage zu stellen. Grundsätzlich, wie gesagt, in diesem Video stelle ich mich respektlosen Fragen. Und das ist mit Abstand die respektloseste Frage, die man stellen kann. Aber ja. Hier dann einmal die Kurzfassung. Ich bin sehr überrascht, wie gesellschaftlich unanerkannt es ist, wenn man sich erstmal gegen Kinder entscheidet, nachdem man geheiratet hat. Also irgendwie denken Menschen immer noch, dass man heiratet, um Kinder zu bekommen. Und ich finde das sehr fragwürdig, denn wenn ich Kinder bekommen wollen würde und nur deswegen die Person, mit der ich jetzt gerade bin, heiraten würde, würde ich diese Person nicht heiraten, sondern dann einfach nur mit der Person Kinder bekommen wollen. Auf jeden Fall haben Jonas und ich nicht geheiratet, weil wir einen akuten Kinderwunsch hatten und uns dachten, okay, bevor wir jetzt ein Kind bekommen, müssen wir noch ganz schnell zum Standesamt und vorher heiraten, um dann ein Kind zu bekommen. Das war einfach nie der Plan. Wir können uns eine Zukunft mit Kindern sehr, sehr gut vorstellen. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum wir sehr gerne ein Haus hätten, damit wir einfach genug Raum haben für egal wer uns noch weiter im Leben begleiten wird. Aber dennoch ist das Thema Kinder bei uns im Leben nicht so hoch priorisiert, glaube ich, wie bei anderen im Leben. Also es ist jetzt nicht so, also weder Jonas noch ich würden sagen, dass wir uns ein Leben ohne Kinder gar nicht vorstellen können oder dass ein Leben erst mit Kindern Sinn machen würde. Und ich weiß, dass manche es als sehr angreifend empfinden, wenn das eine Person sagt, die keine Kinder hat, aber meine Mama würde genau dasselbe sagen. Und sie hatte mich. Und sie liebt mich auch über alles. Jonas und ich haben einfach so viele Pläne in unserem Leben. Wir möchten eigentlich fast die ganze Welt bereisen. Wir haben beruflich jeweils ein paar Ziele, die wir erreichen möchten. Und wir möchten ein Haus bauen. Und das sind einfach Themen, die jetzt gerade so in unserem Leben die wichtigste Rolle haben. Und das heißt nicht, dass wir nie Kinder haben wollen. Aber das heißt einfach nur, dass Kinder gerade nicht das Thema in diesem Lebensabschnitt sind. Aber ja, wenn wir eben die Ziele, die wir gerade für uns jetzt in diesem Lebensabschnitt erreichen möchten, erreichen, dann wäre es eben danach ein Thema. Findest du es nicht ekelhaft, dass du nur einmal in der Woche deine Haare wäschst? Nee, ich finde das nicht ekelhaft. Die Frage bekomme ich aber tatsächlich auch öfter, auch oft noch viel respektloser geschrieben. Grundsätzlich, wer es nicht mitbekommen hat, ich wasche mir nur einmal in der Woche die Haare. Grund dafür ist, dass ich erstens kaum bis gar nicht schwitze. Das war einfach schon immer so bei mir. Und wenn ich schwitze, dann schon gar nicht an der Kopfhaut, sondern dann eher so Achseln oder so die typischen Areas, in denen man schwitzt. Aber Kopfhaut, Leute, die ist so trocken bei mir, da passiert nichts. Zweitens habe ich jetzt auch kein Hobby, das irgendwie sehr geruchsintensiv ist. Ich habe kein Pferd, ich arbeite nicht mit Bratfett, ich rauche nicht. Ich sitze auch nicht neben Leuten, die rauchen. Oder packe meine Haare irgendwie jeden Tag ins Chlorwasser, in irgendeinem Pool oder so. Das trifft auf meinen Alltag einfach alles gar nicht zu. Es hat nichts mit Gerüchen zu tun. Und dementsprechend werden meine Haare weder schnell fettig, noch nehmen sie schnell Gerüche an. Und da der Haarwaschprozess einfach strapaziert für die Haare ist, möchte ich sie natürlich auch schon. Und wenn es bei mir eben nicht öfter notwendig ist, dann wasche ich sie eben nur einmal in der Woche. Wenn ihr euch eben eklig mit euren Haaren fühlt, weil ihr zum Beispiel Hobbys habt, die sehr geruchsintensiv sind, die vielleicht sehr viel mit Tieren zu tun haben oder mit Kochen etc., dann würde ich euch auch definitiv nicht empfehlen, nur einmal in der Woche die Haare zu waschen. Kommentiert unbedingt, ob ich nochmal in einem Video respektlos so Fragen beantworten soll. Es würde mich sehr hart interessieren, ob ihr Bock darauf habt und wie ihr dieses Format jetzt so fandet. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.